so viele Tüten. Was eine Flüstertüte ist, das finden wir jetzt heraus. Könnt ihr zwei mir vielleicht weiterhelfen? Ich wüsste gern, was eine Flüstertüte ist. Vielleicht ein Segelschiff? Oder eine Tüte mit Fisch und Chips? Weißt du, was eine Flüstertüte ist? Nee, keine Ahnung. Vielleicht irgendwie irgendwas Süßes zum Naschen oder so. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, das ist so eine neumodische Art von Tüte, die keine Geräusche macht, wenn man die so zerknüllt, weil sonst raschelt das ja immer so. Eine Flüstertüte. Nee, nicht. Vielleicht ein Liebesbrief? Keine Ahnung. Leckere Eistüte. Aber weißt du auch, was eine Flüstertüte ist? So eine kleine Tüte, wenn man mit kleinen Kindern Stille Post spielt, in die man dann so hineinflüstert, dass der Ton sich besser überträgt. Vielleicht eine Flöte, mit der man leise musiziert, keine Ahnung. Sowas wie die Dosen, womit man spricht, wo das Seil dazwischen ist, nur mit Tüten irgendwie, keine Ahnung. Oh Mann, so wirklich überzeugt hat mich da jetzt noch keine Antwort. Aber ich möchte jetzt endlich mal wissen. Herr Pohl, sagen Sie mal, was ist denn eine Flüstertüte? Eine Flüstertüte ist ein Megafon. Früher nannte man die ironischerweise Flüstertüten, weil man natürlich nicht damit flüstert. Jan-Erik, möchtest du mal flüstern? Da bin ich aber heilfroh, dass wir das heute noch klären konnten.